So, hier sind sogar noch ein paar Beeren. Ich immer gerne mit. Da hinten sind auch noch welche, aber ich werfe erstmal aus. So. Bisschen entspanntes Angeln. Hier geht schon wieder gut los. Jawohl. Sehr gut. Nicht so gut. Verdammt. Haben wir genug von. So. Hätte ich doch noch mal zu Hause vorbeischauen sollen. Aber naja, jetzt ist auch egal. Hey, langsam. Na komm. Na komm. Ah, verdammt. Das war schlecht gemanagt. Von mir. Sehr gut. Ich will auch noch ein bisschen Geld machen heute, ne? Yay. Jetzt heute nur Chups und Chaps und Chats und wie? Ich habe da gerade echt nicht viel zu erzählen. Ehrlich? Mal überlegen. Ja, ich habe gerade noch Breath of the Wild vorher aufgenommen. Es ist so ein schönes Spiel. Es ist so ein schönes Spiel. Also jeder, der eine Wii U hatte, dem empfehle ich, holt euch das. Wenn das nicht sowieso schon getan habt. Und ja, eventuell dieses Thema. Man hat ja halt schon hingekriegt, das quasi zu cracken und auf dem PC abzuspielen. Ich finde das. Aus technischer Sicht ist das beeindruckend. Es ist auch beeindruckend, dass man die Leistung höher gekriegt hat, als es ursprünglich, also als es festgelegt ist. Aber ich weiß nicht, ich finde das bringt eine komplett falsche Einstellung den Spielen gegenüber hervor. Weil die Leute haben einfach überhaupt keine Lust mehr, Geld für irgendwas auszugeben. Ich meine, klar, mittlerweile ist alles teuer. Ist alles teuer geworden. Switch-Titel sind auch nicht besonders billig. Muss man doch schon sagen, aber ich bin der Meinung, wenn einem etwas gefällt, was Geld kostet, dann sollte man dieses Geld auch bezahlen und nicht einfach for free irgendwo weglutschen und dann sich Spaß damit machen. Das ist so nicht gedacht gewesen. Jupp. Ich meine, ich habe ja früher auch auf dem Emulator gespielt, aber es sind halt diese Wii U-Emulatoren.
Finde ich aber für eine aktuelle, also eine relativ aktuelle, noch eine unterstützte und aktuell benutzte Konsolengeneration, finde ich Emulatoren immer irgendwie doof. Ich kann mit den Dingern dann nichts anfangen. Das kommt mir immer falsch vor. Oh, da muss ich aber gehen. Angeln macht müde. Deswegen sitzen die meistens auch immer da in ihrem Klappstuhl mit einem Glöckchen. Nee, Royal Cola. In ihrem Klappstuhl mit einem Glöckchen an der Angel und dann erstmal ein Nickerchen. Bis was anbeißt. Oder lesen in Ruhe. Ich finde Angeln an sich schon interessant, aber dieses ganze Fische ausnehmen am Ende, das wäre nicht mein Fall. Ich bin der Meinung, Angeln um zu essen ist okay. Aber es gibt ja die Möglichkeit zu angeln, Fisch zu fangen und Fisch wieder reinzuwerfen. Ist okay, völlig legitim. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit angeln, Fisch fangen, Fisch essen. Völlig legitim. Und dann gibt es noch die kranke Variante. Angeln, Fisch fangen, Fisch liegen lassen. Ein Catfish. Brauchen wir den für irgendwas? Ne, warte mal. Fischtank. Was haben wir denn? Es gab doch hier irgendwo was für Regen, ne? Riverfish, Catfish. Ein Shad, ein Tiger Trout. Den Catfish behalte ich mal. Also den lege ich beiseite, den Rest nicht, weil ein Sandfisch vielleicht noch, weil man den nicht in allen Jahreszeiten fängt. Oh, mein Ohr. Headset tut langsam weh. Wenn man die nicht in allen Jahreszeiten fängt, dann packe ich die eventuell beiseite. Mensch, ich habe doch überhaupt keinen Platz mehr. Komm, die benutzt man eh nicht. Gummistiefel. Plötzlich fangen wir hier 10 verschiedene Sorten. Was soll denn das? Hör auf. Hallo. Finde ich nicht gut. Na, also. Gleich schon Abend, Energie ist leer, haben wir den Tag gut ausgereizt. Kann man so machen. Das kommt in eine Tonne. Ist es noch einer? Ja, holla die Waldfee. Heute geht's ja aber ab, du. Mein Gott, jetzt bleib doch mal dran. Komm, 3 Holz sind entbehrlich. So, wir sind jetzt außer Puste, deswegen ab nach Hause. Da wir uns eventuell den Weg noch ein bisschen freisensen müssen. Ich könnte auch einmal komplett außen rum gehen, aber nee. Da bin ich faul. Steinchen, jetzt aber immer durch. So, einen Catfish packe ich weg. Ein Catfish, den billigsten. Ist ja kein guter gefragt gewesen, sondern einfach nur ein Catfish. Dann kommt der weg, der kommt weg. Das kommt weg. Der kann auch noch weg, weil den haben wir schon. Der Rest kommt nur in die Kiste, soweit der Platz ist. Wir brauchen bald mehr Kisten. Muni! So, ab in die Falle. Level up Combat. Und wir können Live-Elixier machen. Aha. 1500.
Ja, es ist doch. Durchs Fischen ist okay. Aber dann würde ich fast sagen, wir gehen nochmal kurz vor die Tür. Gucken, ob irgendwas ansteht, irgendwer was will. Nee. Ach, die wachsen dann hier, okay. Ah, okay. Machen wir aber dann in der nächsten Aufnahme. Es ist mittlerweile ein bisschen spät geworden. Wie spät haben wir denn? Ja, 20 nach 1 ist jetzt noch nicht, ist noch keine Hausnummer, aber ich bin doch ein bisschen müde. Ich habe ja gerade schon gegähnt. Nicht zu mir. Hi. Deshalb würde ich sagen, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Tschüss. Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. Und zwar jetzt nach dem Language Patch. Und es gibt jetzt alles auf Deutsch. Es wurde mittlerweile, ich habe auch in den Einstellungen aktiviert, Deutsch. Deutsch ist jetzt da. Ich habe eigentlich schon am Anfang des Let's Plays damit gerechnet, dass es auf Deutsch wäre, beziehungsweise mittlerweile reingepatcht, aber es kam heute. Max von den MP-Fuzis hat mir gesagt, du Schmock, warte doch einfach mal noch ein bisschen ab. Es kommt bald. So, zu den LP-Fuzis möchte ich auch nochmal hinverweisen. Gerne mal vorbeischauen. Die spielen aktuell Dead Island Riptide und Ark und Paladins und Skyrim läuft wohl gerade auch noch von Max selber. Kann man sich gerne mal geben. So, das dazu. So, jetzt sei aber zufrieden hier. Was steht da an? Wir haben, also jetzt muss ich erstmal alles entdecken, was auf Deutsch ist. Wir wollen erstmal Fernsehen gucken. Wähle Sendung, Wetterbericht. Willkommen bei Koso 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Teils wolkig mit einer leichten Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Oh, okay. Haben wir noch den Wahrsager? Oh, ich sehe einen Glitzer in meiner Kristallkugel. Eine Scherbe des Wischend. Wischend. Aus der Zukunft. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, was haben wir noch? Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch eine köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Essen dieser Woche ist Radieschensalat. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie auf unsere körnigen Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ach, das waren noch Tage. Oh, ich schweiß ab. Schweiß mir jetzt ab und schaut gut zu. Hey, ich kann jetzt Radieschensalat machen. Nice. Gut, alle Waffen, also Werkzeuge, Gießkanne, Sense, Spitzhacke, Fieberglas, Angel, Axt, Holzklinge, Kekse. Es ist jetzt alles auf Deutsch. Ist doch schön. Das heißt, ich muss nicht mehr mit irgendwelchen zweitklassigen Übersetzungen kommen. Das hat jetzt wer anders für mich gemacht. Nee, ich gehe da. Hey, wieso hängt denn hier noch eine Bohne? Finde ich aber nicht gut. Ich fülle schon mal nach. Blub. So, ich bin dann überlegen, ob wir das Feld erweitern, aber dazu müssten wir erstmal noch was zum Aussehen haben. Aber wir hätten ja eigentlich noch, wir haben noch Zeit, haben wir noch, was haben wir denn noch? Wir haben die beiden. So. Na. So. Ach, hier war noch. Okay. Ja, okay. Alles klar. Habe ich nichts gesagt. So, dann holen wir noch die Sachen hier weg. Die sind auch reif. Ich weiß gar nicht, womit wir das letzte Mal aufgehört hatten. Aha, okay. Alles klar, ja, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, gehen wir fischen oder machen wir sonst irgendwas. Hole ich mir noch irgendwelche Samen. Ich guck mal, was der Pierre noch im Angebot hat. Beziehungsweise ich nehme mal ein paar Geoden mit. Bringe eventuell noch ein paar Sachen zu Gunther. Stein, was haben wir noch? Ein Quarz nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Machen wir mal so ein bisschen Gunther. Pastinake. Okay, Pastinaken. Ich weiß nicht, was Parsnips sind. Okay.
Sonst haben wir nichts mehr für Gunther, ne? Nee. Gut. Dann wird es das gewesen sein. Sonst irgendwas, was man dem Geoden könnte man mal machen. Gut. Dann auf zu Gunther und auf zum Clint. Eastwood. Ach, hier sind wieder Bären. Nehmen wir gerade noch die Bären mit. Hat ja eh noch nichts offen. Ach, ich wollte gerade sagen. Kommst du bitte einmal da durch. Ich weiß gerade auch gar nicht, was haben wir denn noch so an Crafting-Optionen? Haben wir da schon ein bisschen was? Irgendwas zum Verarbeiten? Krabbenkreuse. Krabbenreuse. Okay. Lagerfeuer. Pusterin. Treppen. Schotterpfad. Vogelscheuche. Wilde Saat. Also haben die sich vom Übersetzen echt Mühe gegeben. Respekt. Aha, hier sind noch mehr Bären. Mit. Hier kommt alles mit. So. So. Muss man irgendwie. Ich muss mal gerade irgendwie mein Mikro passen da hinten. So. Machen wir es aber mal so. Das hing gerade so schief vor mir. Dann ist das immer so dezent doof mit dem Reinlabern. Ah, nein, ich will gehen. So, also bei Pierre vorbeischauen, Geoden abgeben, bei Gunther vorbeischauen, Zeug abgeben. Können wir machen. So. Pierre, was haben wir noch an Quests offen? Ach, die Mine. Okay. Ach, ja. Stimmt, ja. Oh, wie cool. Wir klauen aus dem Garten. Pass auf. Schwupp. Haha. Hey, da war eine Blume geklaut. Hat er nicht. Ich krabbel nur ein bisschen Mülleimer. Nichts drin, okay. Güterchen. Dem Museum spenden. Hier hatten wir. Das dahin. Ja, das auch. Yeah. So. Blumenkohl. Warum denn nicht? Melonen. Für den Sommer schon mal. Schön. Und du? Ich will nach Käfern suchen, aber Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Geh heulen, keine Ahnung. So, Gunnar. Nicht Gunnar, Clint. Werkzeuge verbessern, Geode aufbrechen. Nehmen wir erstmal eine kleine. Kohle. Zeug. Zitronenstein, okay. Und noch mehr Kohle. Dankeschön, tschüss. Ich wollte ja noch die Axt verbessern. Warte mal, dann muss ich eben noch Geld holen. Muss ich noch Kupfer holen. Ich gebe mal gerade den Zitronenstein noch ab, bevor ich ihn aus Versehen mitnehme. Oh, gehen wir wieder schnell. Stehende Geode. Möbel, okay. Und du? Okay. Die will nicht mit uns quatschen, alles klar. Oh, guck mal. Eine Narzisse. Ich muss sagen, ich komme mit Spielen auf Deutsch besser klar. Ich bin sehr schlecht im Übersetzen. Also für ein normales englisches Gespräch reicht's, aber Sachen übersetzen auf die Schnelle ist immer schlecht. Das klappt bei mir nicht so gut. So, ist die Frage, was machen wir dann noch? Gehen zu Clint, geben die Axt ab. Ja doch, wir geben die Axt ab. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht die Gießkanne oder so machen. Aber wir müssen ja eh mit der Zeit alle Werkzeuge mal aufwerten. So. Ich glaube, die Axt brauchen wir gerade am wenigsten. Hatte zwar vor, das Haus ein bisschen auszubauen, weil wir dafür noch Holz brauchen. Dafür brauchen wir aber auch Geld. Und Geld haben wir nicht. Geld haben wir schon gar nicht. Was haben wir denn noch so? Wie heißen denn die ganzen Skills jetzt eigentlich? Wo haben wir es denn? Fähigkeiten. Hofarbeit. Okay. Dann müssen wir noch ein bisschen Minenarbeit sammeln, fischen. Sind der geborene Fischer.
und Kampf. Plus 10 Gesundheit. Okay. Ah, klar. So, nochmal schnell rüber. Dann unterhalten wir uns ein bisschen mit Leuten, die vorbeikommen. Vielleicht angeln wir halt noch ein bisschen, wenn wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Wir unterhalten uns auch mit ihm hier. Sieht da einem guten Tag zum Beispiel aus, oder? Ich würde dich ja darum bitten, den Ball zu werfen, aber du siehst nicht sonderlich sportlich aus. Schon okay, schau einfach aus der Ferne zu. Ich will mit dir beispielen. Wirklich? Ich habe dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Tja, der hat doch nur Angst. Blanke, pure Angst.